Liebe Freunde der gepflegten Strategie, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schreiben das Jahr 1620 und wir sind richtig, richtig, richtig gut vorangekommen. Beim letzten Mal 5 Jahre oder so oder 4 Jahre. Ja, das hängt damit natürlich zusammen, dass Frieden herrscht und ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so, denn ich kann noch ordentlich Manpower gebrauchen. Und auch sonst ist das gar nicht mal schlecht. Ein bisschen zu bauen, ein bisschen Diplomatie sich zu entwickeln, diplomatisch. Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt mal natürlich Quatsch gemacht. Ich habe hier den Unterhalt beim Land erhöht, nicht bei der Flotte. Mir ging es ja eigentlich um die Flotte, weil ich reparieren wollte. Das war natürlich wirklich Blödsinn, Unsinn. Aber okay, so ist das halt. Außerdem gibt es hier noch diese hübsche Nation Polotsk, mit der wir verbündet sind und wir können der eine Vasalisierung anbieten. Und da kommt sogar vielleicht, mal gucken. Vielleicht klappt es ja sogar auch. Ne, sie lehnen natürlich ab, klar, das muss man jetzt ein bisschen Geduld haben und immer mal wieder forcieren. Den Spaß. Okay, Regierungstechnologie 27, prima. Kathedrale, glorreiches Moment. Absolute Monarchie möglich. Das Problemchen ist nur, ich kann von der administrativen Monarchie nicht einfach auf absolute Monarchie wechseln. Ich musste wieder zurück auf despotische Monarchie, was mir minus 4 Stabilität kostet. Außerdem ist die absolute Monarchie jetzt auch nicht so überragend. Sie bringt anstatt Produktionseffizienz Disziplin. Das ist nicht so mein Thema. Ich habe schon plus 11% aufgrund des schwedischen Stahls und des Milizaktes. Insofern bin ich gar nicht so sehr scharf auf diese absolute Monarchie. Oh ja, Kastilien verweigert uns den Zugang. Wenn das mal nicht der Beginn eines neuen Krieges ist. Wer weiß, wer weiß. So, ich schicke mal wieder ein Geschenk nach Polotsk. Und ein Admiral ist tot. Und da werden wir aber gleich jemanden Neues rekrutieren, auch wenn wir da nicht wirklich gute Flottentradition haben. Ja, nicht besonders beeindruckend, der Mann, aber okay, es ist eben so, wie es ist. So, Botschafter Inge de la Gardie ist gestorben. Wir haben Kriegsgrund gegen Kastilien, ist klar. Konvertierung in Beuna ist erfolgreich. Sehr schön. Den haben wir nur noch Gotland. Nur noch Gotland. So, und der Botschafter ist tot. Das ist insofern schlecht, weil jetzt zum Beispiel bin ich mir ziemlich sicher, wir können das gleich mal beobachten. Hier jetzt mit ziemlicher Sicherheit kein vielleicht mehr kommt, sondern unwahrscheinlich. Insofern ist so ein Botschafter auch immer eine wirklich doch ganz hilfreiche Figur, wenn man jemanden als Berater hat. Ich merke mir nie, wo die hier sind. Das ist ätzend, aber tja, wo war er jetzt? Ich vermute mal ganz unten. Oh ja, tatsächlich dahin. Naja. Okay. Gibt es mal wieder ein paar Kunstwerke. Habe ich vorhin schon wieder aus Versehen Kultur gefördert oder so? Mein Prestige ist relativ unten, aber das sinkt ja auch mit der Zeit. So, lieber Herr Botschafter, mal gucken. Ich hoffe, ich wünsche mir einen Level 4 Botschafter. Oh, Level 3. Naja. Das klappt nicht so gut. So, wo bist du? Da bist du. Ulrik. Adlerkreuz. Und jetzt wollen wir mal sehen, sind wir jetzt wieder bei vielleicht? Oh, immer noch bei unwahrscheinlich. Oder er hat es noch nicht
berechnet. Befestigungsanlagen vernachlässigt. Das kann doch gar nicht sein. Unsere die Offensive bevorzugende Politik hat zur Vernachlässigung unserer Befestigungsanlagen geführt. Entweder wir gehen auf Defensiv oder wir lassen sie doch einstürzen. Ja, bis 1630 in Ermland fallen das vor. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so kritisch. Aber auf Defensiv möchte ich jetzt auch nicht gehen. Nee. Sollen sie doch einstürzen. Machen wir ein neues Handelszentrum. Utrecht. Utrecht, wo bist du? Da unten, ja, wahrscheinlich. Naja, ich setze mal einen gelben Marker. Mal gucken. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. So, Polen will ich nicht angreifen. Insofern lassen wir den Spaß mal. Und hier, wie sieht es denn aus? Ja, tatsächlich, es ist auf unwahrscheinlich gegangen. Na, dann betreibe ich das erstmal nicht weiter, diesen Kram. Und werde nochmal... Ach so, Pommern ist ja immer noch so ein Thema. Staatsehe mit Pommern. Wir versuchen es. Ja, jetzt hat es geklappt, wo wir den alten Botschafter, wahrscheinlich kam der mit den Pommern irgendwie nicht klar, der Mann. Ich kann es mir nur so erklären. Ach so, ja, jetzt wollte ich ja gucken, ob jetzt unsere Flotte unten schon repariert ist. Ich will nämlich noch ein bisschen auf Entdeckungsfahrt gehen. Jetzt klappt das mal wieder nicht. Ein komischer Bug mit der Minikarte. Oh ja, sie sind wieder super in Schuss. Insofern werde ich jetzt mal ein bisschen wieder erkunden. Kunstakademie fertig gebaut. Wir kriegen einen Level 4 Künstler, den wir nicht brauchen. Und wir bekommen... Oh, eine neue Mission. Vasalisiert Brandenburg. Ja, wir freuen uns gute Beziehungen, haben starke dynastische Beziehungen mit Brandenburg. Aber sie sind sehr schwach. Wir müssen unseren Schutz für sie ausweiten und sie dazu bringen, uns als ihre Schutzherren zu akzeptieren. Tja, ja. Das Problemchen ist bloß, dass Brandenburg Kaiser ist, meines Wissens. Johann Georg I. von Habsburg. Und so einfach sind die garantiert nicht zu vasalisieren. Tja. Gut. Überlegen wir uns mal. Vielleicht, also ich meine, eine Zwangsvasalisierung ist natürlich möglich, aber den Kaiser zwangsvasalisieren, ich weiß gar nicht, ob das theoretisch geht. So, das Korsettbecken haben wir entdeckt zum Ruhme unseres Reiches. Können wir nicht auch noch die Antarktis entdecken? Das wäre doch auch mal lustig, oder? Ob da unten auch was ist? Die Korsett-Inseln, ja, aber wo sind hier Inseln? Hier sind keine Inseln. Oh, da geht's auch richtig tief runter. Da kann ich mir noch... Nee, kann ich mir nicht erlauben. Ich fahre mal wieder zurück. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Prima! Damit ist jetzt das gesamte Reich, wow, missioniert. Wir sind jetzt wirklich, boah, ich weiß nicht, nach wie viel, nach über 100 Jahren. Wir sind, so sieht's aus. Wir sind reformiert, komplett vollständig. So sieht die religiöse Welt aus. Schön, schön, schön. Das gefällt mir, das Lila. Könnt ihr euch vorstellen. So, und jetzt will ich nochmal Portugal 159 auch nochmal ein Geschenkchen senden. 188, jetzt sind wir da wieder ganz gut. Am Start.
Was kommt denn da noch? Wieso in Cola? Was gibt es denn da? Ja, wieder. Ein Spion aus Polen. Ach ja. Okay, wir schicken mal diese Truppe dahin. Wie machen wir das am besten? Ja, wir gehen diesen Weg hier. Und dann zu Fuß. Das müsste hinhauen. Und Riga auch. Aber da stehen wir schon vor Ort und können problemlos mit denen umgehen. Das ist also wirklich easy. So, und ich werde mal, ich habe ja noch die Möglichkeit, 8000 Truppen weiter zu rekrutieren. Das werde ich auch nutzen. Ich denke mal, ich werde hier noch zwei Infanteristen, eins, zwei und eine Kavallerie hier aufstellen. Und hier, ja, auch nochmal einen Infanteristen eine Kavallerie, genau. So, das heißt 5000, ja, und für die, die haben 9, die kriegen auch noch einen Infanteristen. Und dann kriegen sie noch eine Kanone. Ja, das ist gut. So, kann man hier schon noch mal. Ach so, ich will hier auch, naja, Einfluss. Ja, das ist schade, das ist jetzt unwahrscheinlich geworden. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay, so ist. So, Cola war natürlich kein Problem. Ja, und jetzt gehen wir mal den ganz langen Fußweg zurück nach Stockholm. So. Was machen unsere Entdecker? Sind sie schon repariert? Nein, sie sind noch nicht repariert. Ein Künstler ist in Estland, den wir nicht brauchen. Selbstgefälliger Händler. Und Ramazan wird Vasall. Obwohl wir als Nation für unsere scharfsinnigen Geschäftspraktiken berühmt sind, geben sich unsere Händler momentan etwas selbstgefällig. So, ich sehe, dass sich unsere Händler nicht besonders anstrengen. Altmodische Geschäftspraktiken, Wettbewerbschancen für ein paar Monate minus 5%. Ich glaube, die Preise können steigen. 5 Inflation? Nee, danke. Also dann muss ich das leider in Kauf nehmen, auch wenn das, glaube ich, ein bisschen bitter ist. Aber okay. So, wir haben hier wieder sind repariert. Und jetzt fahre ich mal wieder ein bisschen weiter und erkunde den Indischen Ozean. Ja, Kreuzzug gegen Pegu. Das Problem ist, ich profitiere nicht von diesen ganzen hübschen Kreuzzügen. Ups. Neues Handelszentrum in Murcia. Ja. Gehen wir zumindest gelb rein. Ja, ich profitiere davon nicht wirklich, weil ich ja nicht katholisch bin. Ja. Tja, diese heißen immer so schön nach Inseln, aber es sind dort keine Inseln. So ist das leider. Und auch wenn da Inseln wären, okay, Handels 26, das ist gut. Auch wenn da Inseln wären, wären, glaube ich, schon die Kastilier oder Franzosen vor mir da. So, insofern werde ich jetzt, glaube ich, auch, naja, Produktion hink ich auch so ein bisschen nach. Das werde ich noch mal zu Ende pushen.
Und dann will ich ein bisschen wieder die Flotte vorantreiben. Ach so, ja, wir sind nicht da, um die Piraten abzuhalten, ja. Ach, scheiße, da habe ich jetzt zu viel riskiert. Oh Gott, die sind ja wirklich am Ende. Mist. Die gesamte Flotte ist gesunken. Leute, das Madagaskar-Becken war mein Bermuda-Dreieck. Oh, scheiße. Ja, na gut. Schade. Das ist jetzt richtig teuer. Da habe ich zu viel riskiert. Ich muss Schiffe bauen. Das kostet richtig Geld. Das kostet richtig Geld. Na los. Hilft nix. Wie viel baue ich denn? 15 könnte ich. Ach, bin ich dumm. Das ist wirklich ärgerlich. Obwohl, baue ich jetzt wirklich? Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wir haben Flotte. Nee. Ich investiere in die Flotte und dann kriegen wir immerhin schon Kriegsgaleonen. April 1621, das ist bald. Also warum die Polen hier immer zu irgendwelche idiotischen Revolten unterstützen? Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Das Blöde ist, die sind mit England, Brandenburg und Hansebund verbündet und mit denen will ich nun absolut keinen Krieg. Insofern kann ich jetzt auch diese Kriegsgründe nicht wirklich ausnutzen, die mir diese Spione, die entdeckten Spione bringen. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt können wir Kriegsgaleonen bauen. Ach so, hier könnte man das auch mal zusammenfassen. Dieses Chaos, das gehörte, glaube ich, noch zu denen. Genau. Ja, genau. Das sind jetzt richtig moderne Großschiffe. Eins, zwei, drei. Boah, das kostet mich jetzt ungefähr 600 Dukaten. Diese Aktion. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kaufe ich, nee, da kann ich nicht. Jetzt kaufe ich noch 5 Fregatten oder baue besser gesagt 2, 3, 4. Ja, Leute, das so sorgt man für ein Investitionsprogramm, indem man mal eben seine Schiffe versenkt. Händler beschweren sich. Ja, sehr schön. Das ist wieder Plutokratie. Das gefällt mir gut. Okay. Ja, Piraten, um die kümmern wir uns gleich. Ich will mal kurz mal angucken. Prima, da kriegen wir das langsam in die richtige Richtung. Weil das ist so tendenziell nochmal der Weg, um den Handel noch weiter zu pushen. Die Handelseinnahmen. Ja, und bauen könnten wir eigentlich auch noch mal. Ich denke, ich werde noch mal gucken, dass ich diese Dock-Geschichte noch mal zu Ende treibe. Ja. Dock.
Das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ne, dann gehen wir hier nochmal im Handelsbereich. Ja, eine Post ist auch ganz nett. Nationale Handelseinkommen plus 1, sehr schön. Ja, bauen wir noch eine Post für teure 200 Dukaten. Und ansonsten, ja, fangen wir mal ein Handelsdepot, das ist auch gut. Jetzt haben wir nur noch 454. So schnell geht das, dann ist das Geld alle. Ach so, ich habe vergessen, die Forschung hier wieder umzuwidmen. Na gut, man könnte auch das nochmal zu Ende forschen. April 16.23 ist ja okay. Kriegen wir auch noch die Fregatte, obwohl wir die jetzt schon gebaut haben, aber ist egal. So. Genau, da sammeln wir nochmal die Trüppchens hier zusammen. Okay, liebe Leute, jetzt sind wir also wirklich gut sortiert, gut aufgestellt. Das ist für mich der Moment, einmal wieder Adios zu sagen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es auch. Ich freue mich über Feedback und Daumen hoch oder runter, wie ihr meint. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Oh, guckt euch mal an, was hier Österreich alles treibt. Okay, aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ciao, euer Steinwallen.